Guten Morgen. Es ist Mittwoch. Die Mitte der Woche ist erreicht. Die gute Nachricht für alle Werktätigen. Bald ist es rum. Bald ist wieder Wochenende. Und ich plane für das Wochenende eine super Unboxing-Aktion. Ich packe. Fünf mindestens 24 Jahre alte, ja vielleicht sogar ältere Booster aus. Freut euch drauf, ich erzähle nicht mehr. Das werdet ihr dann am Freitag sehen oder am Samstag, was ich dann veröffentlichen werde. Doch heute, mindestens auch so schön, öffnen wir das letzte der vier Judgment-Päckchen, wie ich gestern schon berichtet habe. Haben wir uns Painflow angeschaut, wir haben uns Air Razors angeschaut und wir haben uns Inundation angeschaut. Und Inundation wird verlost im Monat September. Wer mitmacht und unter dem Inundation-Video einen Kommentar hinterlässt, ein Like oder ein Abo macht, der darf teilnehmen an der Verlosung und ich werde diese, äh, dieses Pack dann im Oktober an den Sieger versenden. Heute schauen wir uns das letzte der vier Päckchen aus der Reihe Judgment aus dem Jahr 2002 an. An. Also entspannte, 17 Jahre alte Karten, wie immer funkelnagelneu und herrlich eingepackt und erwartet ein weiß-grünes Deck. Ich habe im letzten Auspackvideo berichtet, dass Judgment gewissermaßen als die weiße, weiß-grüne bzw. Äh, eben nicht schwarze Reaktion auf äh, Torment gedacht war. Im Torment-Set das zum Odyssey Block gehörte, waren vor allem schwarze Kreaturen überwiegend oder schwarze Karten überwiegend vertreten und in Judgment, also Abrechnung, waren es dann die anderen Farben sehr stark, eben auch Weiß und Grün, wenn ich das richtig erinnere, die ähm, die Kartenmehrheit ausmachten. Heute geht es um Spectral Slam, Weiß-Grün, eine Kombination, die sehr viel an Lebenspunkte generieren und interessanten Kreaturen. Ähm, Ausgerichtet sein könnte, sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das bei Judgment damals war, aber wenn wir auf heute weiß-grün schauen, wäre das ähnlich. Das Päckchen geht wunderbar entspannt auf. Das freut mich massiv, denn da haben wir weniger Arbeit und ich habe eine extrem schöne Insel aus der Odyssee-Zeit, die. Super nett aussieht und toll beschichtet hier. Da seht ihr mal die Qualität von dieser Karte, obwohl die mal kratzer zu haben scheint, ist das eine super Druckqualität. Ganz, ganz tolle Beschichtung. Hier unten sieht man diesen, ähm, ja, diesen, diese Sternschnuppe oder diesen Stern, der da entlang fliegt in Foil. Eine blaue Karte mit einer Insel, die im Nebel da hinten versinkt. Die legen wir mal zur Seite. Gefällt uns gut und wir schauen uns wie immer zuerst mal die. Beigelegten Materialien an den Fragebogen hatte ich letztes Mal ausführlich berichtet. Der ist hier derselbe. Da kann man dann lernen äh, angeben, ob man Magic zum Beispiel auf der Arbeit spielt ähm, und welche Sets man schon so gesehen und gespielt hat und gekauft hat und wie gut man die findet. Man sich selbst einschätzen kann, ob man guter oder mittler, mittelmäßig oder schlechter Spieler ist. Und man kann hier also eine ganze Menge Angaben machen über die Qualität des ganzen Judgment Blocks und so fort brauche ich nicht vertiefen kostet uns nur Zeit haben wir uns alles schon dreimal angeschaut auch dieser Beipackzettel dürfte sich nicht massiv von den anderen Sets unterscheiden mit der Ausnahme dass hier die Details die historischen Details dieser grün-weißen Kombination etwas erläutert werden. Es geht also hier um die Zerstörung die seit Torment aufgetreten ist und jetzt darum auch dass die äh, betroffenen Länder, Wälder, Ebenen, ähm, ja, Kreaturen zurückkämpfen und ähm Genau, es geht um diese Krosanwälder hier, ne? Die, die, die Einwohner der Krosanwälder, die zurückkämpfen und die versuchen zu gewinnen gegen die Finsternis. Und das war ja bei dem monogrünen Deck, das ich euch gezeigt habe. Painflow auch so. Hier sehen wir die Decklist. Ähm, das wird ganz interessant, weil wir haben ein paar Uncommon Länder dabei. Nicht nur normale Standardländer. Das freut mich. Und hier haben wir dann die ganze Übersicht über die Rares, die Commons und die Uncommons. Wie man das Deck spielen soll, wird hier erklärt. Ähm, Spectral Slam, es geht also um Plus 1 Plus 1 Counters in dieser Phantom-Logik, die habe ich mir bisher noch nicht angeschaut, die sehen wir gleich. Es geht um Counts, die man, Counters, die man runter und drauflegen kann. Ich lese das jetzt nicht alles vor, kostet Zeit. Auf jeden Fall finde ich es immer sehr schön, wie das erklärt wird hier. Aber diese ganze Logik sehen wir ja gleich, wenn wir uns die Karten angucken und die verschiedenen Mechaniken werden auch hier erklärt. Das ist aber auch das, was in den anderen Packs bisher schon detailliert erläutert wurde. Ich bin extrem gespannt auf dieses Deck, wie das heute funktioniert. Wir nehmen uns jetzt mal zuerst die Länder raus. Ich freue mich jetzt erstmal richtig, dass wir hier ein paar besondere Länder haben, denn das war im bisherigen Packs nur selten der Fall. Wir haben einmal die Nantuko Monastery, also dieses Kloster der Nantukos. Eine Ankamenkarte, Karte, wunderschöne Grafik. Diese Nantukos, die waren auch in dem die stellten in dem letzten Painflow-Deck den Boss, der gab anderen Kreaturen plus 5, plus 5 und war auch ein 5, 5er, also wenn wir den da wieder drin haben, wäre das eine klasse Sache und guter Commander gewissermaßen. Man kann hier durch den Nantuko Monastery einen Mana zum Mana Pool hinzufügen, dann hat man Threshold, also wenn man sieben oder mehr Karten im Friedhof hat, darf man, äh, wenn man zwei weitere Mana rein tappt. Eine, aus dieser Karte eine 4-4-grün-weiße Kreatur machen mit Erstschlag bis zum Ende des Zuges, die immer noch als Land zählt. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ähm, das heißt, im Laufe des Spiels kann man daraus eine starke, Kreatur, vergleichsweise starke Kreatur machen. Dann haben wir noch die Crowsen Verge. Das ist auch ein Land, auch ein Ancamen-Land, das getappten Spielkorb mit farblosem Mana äh, versorgt und das man bei zusätzlichem Mana und einmal Tappen äh, dazu bringen kann, dass man die Bibliothek in einem Wald oder und eine eben nicht, Ohr, sondern and the Plains-Karte und die beide getappt ins Spiel bringen kann und danach die Bibliothek shuffeln kann. Und das Ganze kann man jedes Mal wieder machen. Das heißt, damit mit dieser Karte, wenn man davon vier im Deck hätte, wäre es natürlich besser, kann man ähm, nach und nach immer mehr Mana rausbringen. Das ist ein super Mana-Produzent. Die Ebenen aus der odyssee reihe die habe ich euch schon mal gezeigt. Die sind sowas von schön. Schaut euch hier die Wolkenformation über dieser weiten. Ähm, Graslandfläche äh, an oder hier, da habe ich auch schon gesehen, ne, die, dieser tolle Sturm, der heranzieht über diese afrikanisch anmutenden Ebenen oder hier diese weiten, ja. Wunderschönen Landschaften. Das ist super schön. Wir haben also jetzt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ebenen. Jetzt kommen die Wälder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sind also dann entsprechend 24 Mana in diesem Deck. Sieht sehr hübsch aus. Und dann schauen wir uns mal an, wie es funktioniert. Die erste Karte, die ich euch zeigen kann, ist gleich eine Rare aus der Reihe Judgment. Mirari's Wake. Fünf Mana, eine Verzauberung, alle Kreaturen, die ich habe, kommen plus eins, plus eins. Und immer wenn ich ein eine, äh, Land für Mana tappe, darf ich ein Mana zu meinem Mana-Pool hinzufügen. Irgendeines Typs, das das Land produziert hat. Sehr schön. Super. Also mehr Mana, immer besser. Ähm, das ist so typisch grün, dass wir uns hier sehr schnell mit Mana zusätzlich versorgen. Da werden wahrscheinlich noch mehr dieser Möglichkeiten drin sein. Dann schauen wir uns mal die Karten an. Wir haben hier zweimal denselben Instant für fünf Mana. Spontan Zauber, Remove Target, Attacking Creature from the Game. Draw Card, geil. Er greift sich an, der Gegner, du sprichst diese Karte aus und die Karte landet nicht auf dem Friedhof, sondern fliegt ganz aus dem Spiel raus und du kannst eine Karte ziehen. Allerdings für viel Mana, aber das kann einem in manchen Spielen, die sehr stark auf eine bestimmte starke Kreatur ausgerichtet sind, Mords helfen. Dann haben wir einen weiteren Instant. Das ist jetzt das Logo von Torment, dem vorangegangenen Block für vier Mana. Spirit, Flare, die kann man aus dem Friedhof sprechen. Das ist das Logo für Flashback-Karten. Das habe ich auch gelernt vor einiger Zeit jetzt. Wenn man drei Lebenspunkte zahlt, darf man also das als Flashback auslösen. Ich darf eine angetappte Kreatur, oder ich muss eine angetappte Kreatur von mir tappen. Und wenn ich das tue, fügt diese Kreatur Schaden in der Höhe ihrer Stärke einer angreifenden, blockenden Kreatur des Gegners zu. Dann haben wir Strength of Isolation. Zwei Mana, ein Ankamen aus Torment, eine Kreaturenverzauberung, die der Kreatur eine plus 1, plus 2 gibt und Schutz vor Schwarz und Madness hat. Das heißt, ich kann diese Karte für die Madness-Kosten in einer Zeit, äh, zu einem Zeitpunkt spielen, wo ich sie von der Hand werfe. Falls madness cost at the time you discard it from your hand. Genau. Schön. Dann haben wir den Geile Strike, den hatten wir auch in den letzten Sets immer mal wieder auch genau wie settings Desire, glaube ich. Das ist jetzt. Karten, die hatte ich schon mal gesehen. Das ist aus Tor aus äh, Judgment, zwei Mana, ein Instant. Die Zielkreatur bekommt plus eins plus 0 bis zum Ende des Zuges. Plus Erstschlag, plus Karte ziehen. Superkarte. Viele drei möglich, drei, drei zusätzliche ähm, Sachen auf der Karte für nur zwei Mana. Damit kann man was anfangen. settings Desire, drei Mana, eine Kreaturverzauberung aus Odyssey. Die Kreatur bekommt plus zwei plus zwei dauerhaft und äh, Threshold. Das heißt, wenn ich mehr als sieben Karten im Friedhof habe. Müssen alle Kreaturen, die das können, die verzauberte Kreatur auch blocken? Dann haben wir den Elephant Guide, eine Karte für drei Mana. Ankamen eine Kreaturenverzauberung plus drei plus drei bekommt die Kreatur dauerhaft und wenn sie im Friedhof kommt, wird dann, wenn sie gestorben ist, eine 3-3 elefant kreaturentopen ins Spiel gebracht. Das ist super, das heißt, die Kreatur, die dann stirbt, ersetzt sich selbst. Mit dieser Verzauberung und bringt eine neue, vergleichsweise starke Kreatur ins Spiel. Hübsch. Exoskeletal Armor, zwei Mana ankamen, die Kreatur bekommt plus X plus X, wobei X die Anzahl der Kreaturen in allen Friedhöfen ist. In allen Friedhöfen. Wow! Äh, das kann, wenn es Spiel ein bisschen gedauert haben, ein Mords XX geben. Wenn das jetzt noch Trampelschaden wäre, das wäre toll. Phantom Flock Fünf Mana. Ankamen. Bird, Soldier, Spirit. 0-0 fliegend, kommt ins Spiel mit 3 plus 1 plus 1 Countern. Wenn Schaden auf den Phantom Flock ähm, aufgetragen würde. An, ja, wenn der Schaden bekäme, kann ich den Schaden verhindern und muss einen plus 1 plus 1 Counter entfernen. Ja, 5 Mana für 3-3. Drei, drei. Er überlebt zwar mehrere Kämpfe, man kann dreimal blocken, aber er wird immer schwächer und fliegt raus. Also gut, dafür hat man ihn ein paar Runden im Spiel. Ähm, insgesamt. Ist natürlich eine Sache ganz spannend. Diese Decks, die anderen, die ich, dieses Monogrün, das ich gezeigt habe, und so, die sind alle meines Erachtens spannender oder schöner als die Mirod Index. Meine persönliche Meinung, das ist, jetzt kann man durchaus anderer Meinung sein, weil sie schon gerade bei im grünen und weißgrünen Bereich dann auch Trampelschaden dabei haben, plus eins plus eins Counter geben, weil sie teilweise mit Erstschlag versorgt werden. Also sie haben sehr viele äh, gegenseitige Pumpeffekte haben, also sie haben sehr viele zusätzliche Sachen, wie man sie heute auch kennt. Allerdings gibt es da noch keine Unzerstörbarkeit, nicht ein einziges Mal. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, weil wenn man heute so monogrüne Decks anschaut, die richtig stark sind, dann sind oft auch solche Kreaturen dabei mit Unzerstörbarkeit, aber es wäre vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt ein bisschen viel verlangt. Insofern wollen wir nicht jammern. Es ist ja auch ein im Grunde mehr oder weniger für Einsteiger schnell spielbares Deck, das jetzt schon eine ganze Menge guter Sachen enthält. Äh, vor allem das Monogrüne hat mir gut gefallen und das hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Da wird man schon Spaß mit haben, das zu spielen. Da muss man jetzt nicht alle Mechaniken kennen und haben, die es heute gibt. Vier Mana, 1-4, die nächste Karte, Blessed Orator. Also der gesegnete Redner, ein Kleriker, andere Kreaturen, die ich kontrolliere, bekommen plus 0, plus 1. Der hat 1, 4 starke Karte eigentlich. Ja. Also äh, wenn man die im Laufe des Zugs draußen hat, kann man seine Armee doch Mords pushen. Dann haben wir den Battlewise Avon, 4 Mana, 2, 2 Fliegen mit Threshold. Das heißt, wenn ich mehr als sieben Karten im Friedhof habe, dann bekommt er plus 1, plus 1 und Erstschlag Hallowed Healer, zweimal drin im Deck, 3 Mana, 1-1. Ich kann die nächsten zwei Schaden, die. Zielkreatur der Spieler im Spiel im Zuge zugefügt würden verhindern und mit Threshold sind es vier Schadenspunkte, die ich verhindern kann. Dann haben wir Phantom Nomad insgesamt viermal im Deck 0-0 für zwei Mana, die mit zwei Countern ins Spiel kommen und ähm, wenn Schaden zugefügt wird, nimmt man einen Counter runter und kann damit den Schaden verhindern. Deswegen heißt das auch Spectral Slam. Das sind solche spektralen Lebewesen hier mit besonderen Fähigkeiten, die ich bisher in der Form jetzt in den Decks auch noch nicht gesehen habe. Das ist also ganz witzig und gibt einem doch Zeit, seine Kreaturen langsam aufzubauen. Den Patrol Hound habe ich, glaube ich, schon mal gesehen in einem der Decks. Zwei Mana, 2, zwei, zwei. Ich werfe eine Karte ab und er kriegt Erschlag bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir zweimal für ein Mana ein 1-1er Kreatur, ein Kleriker, den ich opfern kann, und die Zielkreatur bekommt Schutz vor einer Farbe meiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Auch die haben wir in dem weißen Inundation Deck, glaube ich, schon gehabt, ebenso wie diese hier. Die sind alle drei auch in Inundation drin gewesen. Dann haben wir eine Phantom Centaur. Das ist jetzt also entspricht auch wieder diesem Spectral Slam, diese Phantom Kreatur. Das ist sozusagen von der Logik des Decks. Auch hier haben wir Phantome, ne? also Spektralwesen, Phantom und so weiter. Die kommen jetzt aus dem grünen Bereich. Das ist so die thematische Logik dieses Decks. Eine Ankamenkarte, ein Centaur-Geist, Schutz vor Schwarz 2-0. Kommt ins Spiel mit 3-1-1-Countern. Das heißt, für 4 Mana habe ich eine 5. Dreie-Kreatur, die nach der gleichen Logik funktioniert. Das heißt, wenn sie einmal Schaden bekommt, kann ich einen Counter darunter nehmen und sie lebt immer noch. Geil, eigentlich jetzt ganz geil, ja, vor allem doch recht stark. 5-3 für 4 Mana und äh, im ersten Zug blockt sie eine richtig dicke Kreatur und hat immer noch 4-2 und so weiter. Witzig, eine Mechanik, die hier in diesen Decks bisher zum ersten Mal auftaucht. Das Deck gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, dieses Backroad slam deck funktioniert halt ganz anders. Deswegen verstehe ich auch, dass da jetzt kein Trampelschaden dabei ist. Das ist ja auch nicht die Logik, dass jedes Deck gleich funktioniert, in dem Painflow war ordentlich Trampelschaden drin. Insofern äh, ist das jetzt hier ja äh, mal auf hohem Niveau. Phantom Tiger, das, äh, die nächste Kreatur, dreimal im Deck für drei Mana 1-0. Funktioniert genauso wie die anderen Spectral Karten oder die Spirits. Ähm, bekommt Kommt mit 2 plus 1 plus 1 Counters ins Spiel. Das heißt, der hat im Grunde eigentlich 3-2 für 3-Mana. Und der funktioniert genauso, dass du dann Marken runternimmst, um ihn überleben zu lassen. Und hier haben wir dann die nächste Rare. 3-Mana 0, 0. Da haben wir mal eine mit Trampelschaden. Die hat zwei plus eins plus eins Counter im Spiel. Wenn Schaden zugefügt wird, kann man ihn runternehmen und verhindern, dass die Kreatur stirbt. Und dann kann man hier plus 1 plus eins Counter auf die Phantom Nantuko drauf machen. Das ist doch schon ziemlich geil. Die Kombination ist schick. Davon hätte ich gerne mehr im Deck. Schicke Karte. So, dann haben wir Iron Shell Beetle. Ähm, für zwei Mana, eine 2-2-Kreatur, ein Insekt, wenn sie ins Spiel kommt, kann ich einen Plus-1-Counter auf eine Zielkreatur legen. Jetzt wird's spannend, ja. Das ist die Logik, wie es heute oder wie wir es heute auch kennen, von ganz vielen Decks mit diesen Plus-1-Plus-1-Countern, die man drauflegen kann, zusätzlich irgendwo drauflegen kann, durch andere Kreaturen auflegen kann oder verschieben kann. Das finde ich super, das gibt dem Deck noch einen zusätzlichen Spaßfaktor. Gefällt mir. Und die letzte Karte, den Force Mage Advocate. 2 Mana 2-1. Ich kann eine Zielkarte aus einem Gegnerfriedhof äh, in seine Hand zurückschicken und eine 1-1-Counter auf eine Kreatur meiner Wahl legen. Schön. Okay. Das ist jetzt ein bisschen teuer in Ankamen, aber natürlich cool, wenn man das jetzt so ohne diesen Effekt mit dem Friedhof machen könnte. Dann hätte man noch einen weiteren äh, Countergenerator. Okay. Die Logik dieses Decks erschließt sich mir sofort. Das ist ein schickes Deck, das gefällt mir sehr gut. Vergesst alles, was ich über Unzerstörbarkeit und Trampel erzählt habe. Klar kann man sich noch tausend andere Sachen wünschen und klar könnte man das jetzt ausbauen, verändern, wenn man wollte und noch doch mächtiger machen. Aber die Logik finde ich witzig mit diesen spektralen Kreaturen, die man erstmal gar nicht kaputt kriegt, weil die Counter runternehmen können und dann zusätzlich, also natürlich, wenn sie Schaden bekommen, und <kühlen> zusätzlich Counter drauflegen kann durch Counter Generatoren. Hier ist auch eine sehr, sehr schöne Verzauberung dabei. Die gefällt mir ausgezeichnet, diese Verzauberung. Ähm, und wir haben zwei sehr schöne Länder im Deck, die mir gut gefallen. Ähm, davon ein bisschen mehr im Deck und dann hätte es mir noch besser gefallen. Aber so gesehen bin ich jetzt durch mit den Judgment Decks und muss sagen, ich habe schöne Themendecks gesehen. Die haben mir gut gefallen. Richtig schöne Decks. Das war jetzt Judgment. Ich habe als nächstes, wie angekündigt, für das Wochenende ein super, super Auspackvideo mit fünf Boostern aus der Zeit vor 2000, ja sogar vor 98, vor 1997 oder sogar noch älter. Das verrate ich aber nicht. Das wird ein Spaß, sich anzuschauen. Und es kommen weitere Themendecks, die ich euch zeigen werde, unter anderem von Time Spiral. Äh, Spiral Entschuldigung äh, und ähm, auch nochmal aus dem Ravnica-Blog. Und es kommen noch andere spannende Dinge. Sehr alte Sachen zum Teil. Und kleine Sammlungseindrücke, die ich noch habe von Freunden, die mir Sammlungskarten gegeben haben. Oder ähm, kleine Sammlungen, die ich spontan irgendwo aufgekauft habe. Auf Flohmärkten oder anderswo. Und da zeige ich euch mal, was ich da habe. Und das gehen wir mal gemeinsam durch. Ich habe nämlich selbst noch nicht so richtig geschaut. Und ich gucke mal, ob ich noch Videos mache aus älteren äh, von älteren karten aus der sammlung die ich vorher schon hatte die ich bisher noch nicht durchgegangen bin weil mir im augenblick das auspacken viel zu viel spaß macht also ich habe viel im programm ich würde mich freuen wenn ihr mitmacht und äh, ja freue mich auf die nächsten videos bis dann und eine gute woche noch tschüss